wir kommen zu unserem nächsten Beitrag. Stichwort Benefiz-Turnier, prominenten Benefiz-Turnier auf Platz 11. Grundlage des Ganzen war die Gemeinschaft AVS und Friends. Muss man sich darunter vorstellen, AVS steht für Andreas von Salzen, ein Bremer Geschäftsmann, der selbst sehr, sehr schwer erkrankt ist an Leukämie, der Gott sei Dank heute als geheilt gilt. Aber er hat gesagt, ich möchte was zurückgeben, ich möchte darauf aufmerksam machen. Und er hat die ASV Andreas von Salzen und Friends auf die Beine gestellt, hat ein Fußballturnier auf die Beine gestellt, hat Max Lorenz angesprochen und andere Werder-Prominente. Und es kam dann letztendlich zu der Begegnung Werder All-Stars gegen ASV und Friends. Und das war eine ganz tolle Nummer. Das Stadion Platz 11, seit vielen Jahrzehnten Schauplatz großer Ereignisse. Auch bei unserem heutigen Spiel ging es um eine ganz große Sache. Fußball im Kampf gegen den Krebs. Eine Werder-Traditionsmannschaft mit Spielern wie Viktor Skripnik, Uwe Reinders, Frank Ordenewitz, Uwe Hartgen und Mirko Rotava stiegen für ein Benefizspiel noch einmal in die Stutzen. Trainer Werder-Meister von 65, Max Lorenz. Ich bin Betreuer und betreue hier eine tolle Mannschaft. Das sind ja großartige Namen, die hier heute auflaufen. Viel lieber würde ich noch mitspielen können, aber in meinem Alter mit fast 68 Jahren sollte man nicht mehr Fußball spielen. Dann werden die Trikots zu eng und man kommt auch nicht mehr so schön hinterher. Also das habe ich jetzt den jüngeren Leuten überlassen. Und weswegen spielen wir hier heute Fußball? Es gibt hier jemanden, der heißt Andreas von Salzen, ein Bremer, anerkannter Unternehmer, der 14 Monate im Krankenhaus lag, hier in Bremen in der Klinik lag. 14 Monate ist eine lange Zeit an Krebs erkrankt, also Leukämie hatte. Und er ist dankbar, dass er geheilt worden ist und möchte etwas zurückgeben. Er hat ja lange Zeit gehabt, über seine Krankheit und das Leben nachzudenken. Und dann hat er die Idee gehabt, mit Freunden solche Veranstaltungen zu machen. Andreas von Salzen also, der Initiator dieses Tages, führte den Anstoß aus. Die Werder-Prominenz gegen eine Sponsorenauswahl der Gemeinschaft AVS und Friends. Um bei den Worten von Max Lorenz zu bleiben, Fußball ist schließlich kein Non-Hockey und so gaben auch hier die Spieler alles. Das Werder-Team in Bedrängnis, verbotener Rückpass im 16er auf Torwart Jürgen Schnaas, Freistoß direkt vor den Kasten. Tor 1:0 für die Sponsoren durch Michael Müller. Er spielte zwar nie für Werder, aber hatte mit Ajax Amsterdam Anfang der 70er Jahre dreimal in Reihe den Europapokal der Landesmeister gewonnen, Horst Blankenburg. Freut man sich am meisten, dass man die alten Kumpels wieder sieht hier? Ja, deswegen ist ja auch ein Grund, warum man kommt. Es waren Leute dabei, vor 22 Jahren habe ich mit denen noch gespielt oder gegeneinander. Da war Otze noch bei Werder Bremen Amateure, da habe ich gegen ihn noch gespielt. Ja. Ich habe aufgehört zu spielen und er hat erst angefangen. Ja. Junge, wie die Zeit vergeht, die Sponsoren machten weiter Druck. Schuss aus der zweiten Reihe, an den Innenpfosten, 2:0, wieder durch Michael Müller. Jetzt reichte es den Werderanern, Skripnik passt auf Frank Ordenewitz, der verkürzt auf 1:2. Mirko Rotava lacht sich noch eins, der plötzlich einsetzende Platzregen animiert das Werder Urgestein zu einem seiner Kunstschüsse. Die Flanke voll Wolle genommen mit dem Außenriss und an die Latte. Na, das ist doch eine Zeitlupe wert. Der erfolgreiche A-Jugendtrainer voll auf der Höhe. Und wie sieht's mit der Fitness aus? Ja, wenn ich schon höre, 2x30 Minuten. Also, ich wollte die Tore schon auf dem 16er hinstellen und dann vielleicht 2x15. Aber nein, wir haben noch ein paar Auswechselspieler hier und dann wird das schon gehen. Ja. Ja, spielt man gerne auch für einen guten Zweck gerade. Ja, natürlich. Aber man hat ja auch gesehen in der Vergangenheit, was sich so hier bei Klinikum Bremen Mitte, was sich da so alles getan hat. Und natürlich ist man dann auch bereit, vor allem jetzt auch, ist auch vor der Haustür, ist man bereit, die Kleinigkeiten dazu beizutragen, dass es auch wirklich eine vernünftige Veranstaltung wird. Ja. Und das war es. Ab jetzt begann das Torfestival. Doch die Sponsorenauswahl ließ sich nicht unterkriegen. Schöne Flanke von Uwe Zubert auf Frank Schachtelhalm.
der nimmt Volley per Seitenfallzieher ins Eck. Und nachgelegt. Schuss, tolle Parade von Keeper Jürgen Staas. Nun brennt es aber im anderen Strafraum. Kombination Hartgen-Votava, Rückpass auf Uwe Reinders. Doch der Werder-Odi verzieht. Uwe Reinders im Interview. Freuen sich drauf, die alten Kollegen mal wieder zu sehen? Ja, das ist immer wieder schön und wie gesagt, wir haben ja noch eine Tradition. Denn wenn man heutzutage sieht, dass jedes Jahr die Spieler wechseln und gar nicht mehr über eine lange Zeit beim Verein sind, ist das natürlich toll. Ich habe mit einigen ja nur wirklich viele Jahre gespielt und wie gesagt, ist immer toll, wenn man sich dann wieder sieht. Werden Sie eigentlich heute noch auf Ihr legendäres Tor gegen Bayern München angesprochen? Ja, das ist klar, weil es auch immer wieder im Fernsehen kommt. Nur ich erschrecke mich immer selber, das ist schon 25 Jahre her. Ne? Junge, wie die Zeit vergeht. Klar, die viel jüngeren Sponsoren machen mit Fitness viel Dampf. 2:4 durch Marco Geral. In der Halbzeit Teambesprechung mit Betreuer Max Lorenz. Es musste anders werden. Und so kam es. Frank Ordenewitz an der Eckfahne mit Auge und Effe. Björn Schierenbeck steht genau richtig. Verkürzt auf 3:4. Nun ging die Post ab. Mit der Routine von 546 Bundesligaspielen erobert sich Mirko Votava entschlossen den Ball, sucht den direkten Weg nach vorne und findet seinen Mitspieler Frank Ordenewitz. Machet Otze elegant wie damals zum 4:4. Uwe Hartgen mit einem gefühlvollen Heber auf Björn Schierenbeck, Tor. Mit 5:4 geht die Traditionsmannschaft erstmals in Führung. Und sie ließen nicht nach. Schierenbeck, Ordenewitz, Votava mit dem Tor zum 6:4 durch den Strafraumfummler. So steht es zumindest auf seinem Unterhemd. Mirko Votava. Dann kommt der Sohn ins Spiel. Stahlpass auf Votava Junior. Dennis Votava könnte schießen, passt aber auf Frank Ordenewitz. Nun sind alle Dämme gebrochen. Der emsige Frank Ordenewitz, super Flanke auf Viktor Skripnik, drin. Das Werder-Team nun deutlich überlegen. Der Sponsorentorhüter verhinderte Schlimmeres. Dann zum Ende der 2x30 Minuten Björn Schierenbeck mit dem letzten Treffer zum 10:4 Endstand. Spaß hatten alle an diesem Tag. Wiedersehen macht ihm doch Freude. Freude auch beim Veranstalter AVS and Friends, die eine stolze fünfstellige Summe der Bremer Krebshilfe zur Verfügung stellen konnten. Vielleicht gibt's ja bald ein Wiedersehen nach dem Motto Oldies but Werder Goldies. Sascha, was macht Tischtennis so populär und was zeichnet die Sportart aus?